Hallo und herzlich willkommen zu unserem Produkttest des Lexmark MB2236i. Schauen wir uns zuerst einmal nach dem Auspacken und der Installation den Drucker ein wenig näher an. Auffällig ist das Touchpanel, mit dem man mehrere Funktionen steuern kann. Zum Beispiel kann man hier Kopien erzeugen, standalone, also ohne angeschlossenen Computer. Oder man kann beispielsweise die Einstellungen darüber tätigen oder auch von einem USB-Laufwerk standalone drucken. Das probieren wir jetzt einmal aus. Wir führen den USB-Stick ein. Der USB-Stick wird angewählt. Nun sehen wir hier die Files, die auf dem Stick enthalten sind. In diesem Fall ist es ein Bild. Wir wählen es an und drucken. Das Ganze ist extrem simpel ausgeführt und geht in Windeseile. Hier das Ergebnis. Als nächstes probieren wir einmal Standalone den automatischen Dokumenteneinzug, den ADZ aus. Wir legen hier oben eine Vorlage ein mit dem Schriftbild nach oben und starten hier ganz einfach die Kopie. Und da ist unser Ergebnis. Etwas, was jetzt relativ deutlich zu sehen sein dürfte, ist, dass das Original deutlich deckender ist. Und hier empfehle ich, den Deckungsgrad um nahe 2 oder 3 Stufen zu erhöhen, damit man dementsprechend auch eine dem Original entsprechende Deckung erhält. Jetzt testen wir den Duplex-Druck. Via WLAN übertragen wir die Daten auf den Drucker. Und haben hier das Ergebnis. Was ist nun mein Fazit zum Lexmark MB2236i? Es handelt sich um einen recht kompakten Drucker, der auch recht leicht ist mit ungefähr 10 Kilogramm. Ein Highlight in meinen Augen ist das Touchpanel. Ein weiteres Highlight ist der Duplex-Druck. Was allerdings meiner Ansicht nach ein wenig fehlt, ist der Duplex-Scan. Habe ich einen Duplex-Druck, wäre es natürlich auch schön, wenn das Gerät Duplex scannen könnte. Das kann dieses Gerät nicht. Wenn man das unbedingt braucht, dann sollte man sich eine Klasse höher bei Lexmark umsehen. Dort haben die Geräte auch einen Duplex-Scan. Ich spreche hiermit eine Kaufempfehlung für den Lexmark MB2236i aus. Für das Homeoffice, für ganz kleine Arbeitsgruppen, für alles, wenn man keinen Duplex-Scan braucht.